Gute Laune beim Handwerk, das galt beim Rundgang durch die Aus- und Weiterbildungszentren der Handwerkskammer Koblenz nicht nur für die Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles, die zusammen mit ihrer französischen Amtskollegin Myriam El-Khomri Informationen aus erster Hand von Lehrlingen, Gesellen und angehenden Meistern einholte. Bei der Visite der Handwerkskammer stand auch die Integration von Flüchtlingen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt im Fokus. Ausbildende Handwerker und Jugendliche aus Eritrea und Syrien informierten über ihre Erfahrungen. Präsident Kurt Grautscheid und Hauptgeschäftsführer Alexander Baden gaben wichtige Hintergrundinformationen zur überbetrieblichen Ausbildung im Rahmen des deutschen dualen Ausbildungssystems wie auch zur Meistervorbereitung. In den Meinungs- und Erfahrungsaustausch brachten sich auch David Langner, Staatssekretär im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie Rheinland-Pfalz, wie auch die Spitzen der Arbeitsagentur Rheinland-Pfalz-Saarland, Heidrun Schulz sowie Ulrike Mors ein. Zunächst ging es beim Rundgang durch das HWK Metall- und Technologiezentrum in die Praxis. Die Gäste aus Politik, Diplomatie und Arbeitsverwaltung konnten Auszubildenden des Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerks über die Schulter schauen und Fragen zur Ausbildung wie auch zu den Perspektiven nach der Lehre stellen. Welche Möglichkeiten sich für deutsche Handwerker nach der Ausbildung ergeben, erlebte die Delegation im Kfz-Bereich. Hier bereiten sich Kfz-Techniker auf die Meisterprüfung vor und informierten die Gäste aus erster Hand über Inhalte, Motive und Ziele. Die enge Vernetzung zwischen Theorie und Praxis im Rahmen der Meisterausbildung wurde dabei gelobt, wie auch gute Karrierechancen mit dem Meisterbrief in der Tasche. Die HWK bietet quasi unter einem Dach und in einem Raum eine theoretische Schulung, die wenige Meter weiter praktisch an Fahrzeugen umgesetzt werden kann. So wie an diesem Nachmittag und nun mit gleich zwei Arbeitsministerinnen unmittelbar an der Technik. Der Integration von Flüchtlingen in deutsche Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisse war dann die dritte Anlaufstelle im Kompetenzzentrum für Gestaltung, Fertigung und Kommunikation gewidmet. Ausbildungsbetriebe, die Jugendlichen aus Eritrea und Syrien über ein Praktikum einen Berufseinstieg ermöglichen, brachten sich in eine Talkrunde ein und haben ihre Neuzugänge mitgebracht, die ebenfalls über erste Erfolge und Erfahrungen berichteten. Ulrike Mors moderierte diese Gesprächsrunde, an der auch der Obermeister der Kfz-Innung Mittelrhein, Heinz-Werner Norren, sowie Genoveva Bläser vom Pleiter SHK-Unternehmen Bläser teilnahmen. Die mitarbeitende Unternehmerfrau schilderte dabei die Situation um Praktikanten Abda aus Eritrea. Der Abda ist seit November bei uns im Betrieb und macht zurzeit ein EQJ. Und wir binden ihn voll, wie jeden anderen Auszubildenden auch, in die Arbeit ein. Wir nehmen ihn mit zu Kunden, wir nehmen ihn mit zur Baustelle. Er muss richtig arbeiten, nicht nur zuschauen. Und da muss ich sagen, stellt er sich sehr geschickt an und die Mitarbeiter nehmen ihn auch gerne mit. Ein Problem, auch das wurde an diesem Nachmittag deutlich angesprochen, müsse dabei vorrangig gelöst werden, die Sprache. Denn auch wenn die handwerklichen Grundlagen erfolgreich im Betrieb vermittelt werden können, kann ein erfolgreicher Ausbildungsabschluss nur mit fundierenden Sprachkenntnissen erreicht werden. Ohne Sprache kann man einfach in Deutschland die duale Ausbildung nicht erfolgreich abschließen. Und deswegen ist das der zentrale Punkt. Sprachkurse, Integrationskurse, die Sprache vermitteln. Aber die Angebote gibt es ja auch. Ich kann nur sagen, zugreifen und auch sich was trauen. Ich ermuntere die Unternehmen. Es gibt viele Hilfestellungen. Wir unterstützen, wo wir können, auch von der Bundesagentur. Aber auch die Kammern unterstützen. Also von daher gibt es gute Voraussetzungen. Aber leider, es ist so, ein bisschen Geduld muss man mitbringen. Wenn man aus dem arabischen Raum kommt oder aus Eritrea oder wo auch immer, es ist nicht ganz leicht, die deutsche Sprache zu erlernen. Ich stelle mir das für mich selbst auch immer vor, wenn ich jetzt in Syrien gestrandet wäre und ich soll in ein paar Monaten Arabisch lernen, ist bestimmt anspruchsvoll. Ist ja auch eine ganz neue Schrift. Also, wir haben die Voraussetzungen, aber es braucht ein bisschen Geduld. Dass es im Handwerk mit der Integration von Flüchtlingen trotzdem sehr gut läuft, ist insbesondere auf die gewachsenen Strukturen in den Betrieben wie auch den guten Willen von Unternehmensführungen und Mitarbeitern zurückzuführen. Für HWK-Präsident Kurt Grautscheid ist es deshalb nicht überraschend, dass man für den Austausch zu guten Erfahrungen gerade das Handwerk wählte.
Zuerst ist mal für uns ein großes Kompliment, dass die Frau Nahles als Bundesarbeitsministerin unsere Kammer ausgesucht hat, um ihrer französischen Kollegin, die ja neu im Amt ist und da auch sehr motiviert scheint, eine Vorzeige-Ausbildungsstätte halt eben zu zeigen. Und dass wir in Koblenz da sein durften, ist natürlich ein tolles Kompliment für uns. Und ich glaube, wir haben alle die beiden Damen kennengelernt, heute in dieser Diskussion. Die französische Kollegin sehr interessiert am deutschen System und die Frau Nahles, so wie man sie eigentlich aus dem Fernsehen kennt, kämpferisch in jeder Situation und auch sehr selbstbewusst in diesen Dingen, die schon angedeutet werden konnten oder angeschoben werden konnten im Thema Flüchtlingen. Also ich fand es eine tolle Veranstaltung heute bei uns im Hause. Ja. Und auch Andrea Nahles lobt das Handwerk für das gezeigte Engagement. Ich bin ausgesprochen erfreut, wie offen das Handwerk ist, dass sie die Chance beim Schopfe packen, dass sie, glaube ich, fast die Ersten waren, die verstanden haben in Deutschland, da kommen ganz viele junge Leute, die wir auch noch ausbilden können. Und gerade im Handwerk sagen mir viele, wir brauchen junge Leute, wir brauchen mehr Auszubildende. Und das wird hier auch umgesetzt und darüber bin ich sehr glücklich. Und meine französische Amtskollegin, die hier heute zu Gast war, ist ganz beeindruckt gewesen, wie offen sich hier auch die Unternehmen gezeigt haben. Die französische Amtskollegin ihrerseits lobte die in Koblenz gemachten Erfahrungen und nimmt viele positive Eindrücke mit. Je suis très impressionnée de l'implication des entreprises. Ich bin sehr beeindruckt vom Engagement der Unternehmen. Das ist ein deutlicher Unterschied zu Frankreich. Was mich auch sehr beeindruckt, ist die schulische Beratung, die den Jugendlichen geboten wird. Nachdem ich mit einigen von ihnen gesprochen habe, finde ich, dass das Handwerk darin sehr erfolgreich ist. Und da ist es kein Wunder, dass 100% der hier ausgebildeten Jugendlichen anschließend eine Arbeitsstelle finden. Außerdem finde ich es sehr beeindruckend, dass junge Flüchtlinge, die erst vor 6 Monaten nach Deutschland kamen, sofort anfangen, Deutsch zu lernen, um in ihren Betrieb integriert zu werden, wo sie dann nach 2, 3 Jahren ein sicherer Arbeitsplatz erwartet. Das ist beispiellos gelungene Integration und ich möchte alle deutschen Beteiligten in dieser schönen Region dazu beglückwünschen, dass ihre Arbeit Früchte trägt. Les acteurs allemands et surtout ici dans cette belle région de ce travail intelligent et qui porte ses fruits. Gründe für den Erfolg des Handwerks bei der Integration konnte Kurt Krautscheid konkret nennen. Denn verschiedene Projekte, die Integrationskette, Beschäftigungspiloten oder das neue Koblenzer Lotsenhaus sind inhaltlich zurechtgeschnitten auf. Diese jungen Menschen, die hier bei uns ankommen und dann aus dieser großen Masse der Flüchtlinge Individuen werden, wenn man mal so sieht, und man betrachtet mal in den Betrieben, wo auch sehr viel privates, persönliches Engagement der Betriebsinhaber dazugehört, haben wir auch heute kennengelernt, was schon mal über die normale Ausbildung hinausgeht. Aber ich glaube, es ist ein wichtiges Zeichen, auch zu zeigen, welche Möglichkeiten wir im Handwerk haben, auch über die normale Ausbildung hinaus zu sagen, komm, wir können euch integrieren, auch in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz, wirklich oder in unserem Kammerbezirk, in den kleinsten Gemeinden dafür zu sorgen, dass junge Menschen auch dann tatsächlich integriert werden. Keine Ghettobildung oder ähnliche Dinge wie den großen Ballungszentren ist, sondern bei uns können wir wirklich punktgenau mit den jungen Menschen in der Ausbildung oder sogar die vorbereitenden Maßnahmen zu einer Ausbildung halt eben die Möglichkeit schaffen, junge Menschen zu integrieren. Ja. Alleine als kleiner Handwerksbetrieb könnten wir das gar nicht stemmen und wir sind froh, dass wir sowohl bei der Handwerkskammer, bei der Arbeitsverwaltung, aber auch bei karitativen Einrichtungen große Unterstützung haben und ich muss sagen, das funktioniert hervorragend. Entweder besuchen uns die entsprechenden Mitarbeiter oder wir machen telefonischen oder E-Mail-Kontakt und eigentlich ist immer eine prompte Erledigung da. Ich kann mich in keinster Weise beklagen. Wir freuen uns eigentlich, dass die jungen Leute diese Unterstützung haben können, weil der Erfolg ist auch nur in Zusammenarbeit mit diesen Organisationen gewährt. Mehr Informationen zur Arbeit der HWK-Ausbildungsberater und der Flüchtlingsnetzwerker gibt die Handwerkskammer Koblenz im Internet unter hwk-koblenz.de.